You're all set. Let me see. Aber ja, Oberschlesien war wie gesagt meist katholisch, nicht? Und das hing auch damit zusammen, dass Oberschlesien sehr oft die Grenzen sich verschoben und Polen war in jedem Fall katholisch, ne? Polen, ne? Und das ist klar. Schlesien-Breslau hat eine große Anzahl von Evangelischen gehabt und natürlich die Orte herum um Breslau waren zum Teil eben tatsächlich evangelisch, aber das ist richtig. Das ist aber dann Niederschlesien. Ne? Die Situation in Niederschlesien war anders als die in Oberschlesien, nicht wahr? Oberschlesien wirklich mehr oder weniger katholisch. Aber Niederschlesien war zum Teil eben tatsächlich evangelisch. Und wir in unserem kleinen Ort Bernstadt, der 5000 sowas Einwohner hatte und zum Regierungsbezirk Breslau gehörte, da gab es sehr viele evangelische Kirchen, nicht wahr? Die jetzt nachher, nach 45, als Polen dann übernahm, wurden die natürlich alle katholisch, wenn sie überhaupt nochmal aufgebaut worden sind, nicht? Denn es gab ja sehr viel Zerstörung zu dem Zeitpunkt, nicht? Nee, also es müssen mehr sein, nicht? Aber die im ganz Großen gesehen damals ist es schon möglich, dass Schlesien eine große, also vielleicht sogar überwiegend katholisch war. Aber ging am 20. Januar 1945 aus Breslau raus. Das war ja die Zeit, die also wirklich sehr kritisch war. Denn wir haben es gerade so noch geschafft über die Oder. Nicht, der Russe war 10 Kilometer nah ran an uns gekommen. Und es war wirklich eine Frage. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass wir es geschafft haben. Denn die Brücken wurden gesprengt sehr bald nachdem wir rüber waren auf der anderen Seite. Wir waren also jetzt westlich der Oder dann. Und dann zog sich das hin über Monate bis nach Bayern hin, nicht? Bis nach Bamberg, Schlichtenfels. Da lag eine unheimlich dramatische Zeit dazwischen, nämlich auch Dresden, nicht? Das war damals am 12. 13. Februar der Großangriff auf Dresden, nicht? Wo wir gerade so davon gekommen sind. Wir waren nahe dran. Naja, wir kamen über Prag, Pilsen, Egerland, Bayern rein und das war für uns eine Rettung. Da kamen die Amerikaner dann plötzlich. Da ging der Krieg noch weiter und für uns war es vorbei. Wir waren dann beim Amerikaner. Tja, naja, da liegt viel dazwischen, genau. Aber komm, lasst uns anbeten. Geschah, ne? Naja, so far, so good. Endlich bezog ein an die Lieblosigkeit und zog den Widerstand und Widerspruch gegen ihn. Aber wir fanden darin auch in deiner Hand einzige Vergebung und unendliche Liebe im Vertrauen auf dein Wort, das es nun ist. 1945 war die. In dem Moment, das wussten wir aber nicht, als die russischen, sowjetischen Herden Weichseldurchbruch machten, dann haben sie freie Fahrt gehabt. Da war nicht mehr viel deutsches Militär dazwischen, zwischen dem und uns. Und minus 27 Grad Kälte in der Nacht. Und um 6 Uhr morgens mussten wir dastehen und auf Pferdewagen verlagert werden. Also mit 20 Pfund alles andere würde im Graben landen, ist es auch. Und da ging es los, der Treck. Treck nannten sie das damals. Ne? Und natürlich haben sie nicht alle Leute rausgekriegt, dahinter. Ein paar Eisenbahnzüge sind noch gefahren am Samstag und am Sonntag war es vorbei. Und am Sonntagmorgen oder schon früh morgen Montag waren die Russen bereits da. Ne? Und da war natürlich auch was los. Ne? Naja, und wir zogen also langsam durch
über Freiburg, Schlesien natürlich, Schweidnitz, Freiburg, Waldenburger Bergland, runter Königgrätz, Prag. Und Prag, Pilsen, Eger, das war eine lange Strecke, was da alles geschah, denn da wurden wir laufend bombardiert. Nicht die, das war ja wirklich das totale Ende eines Krieges, der schon längst verloren war. Naja, und da kam Ostersonntag und dann ging der Himmel klar aus. So danke ihm für alles, was er für uns getan hat, früher und jede Zeit und auch heute. In seinem Namen. Amen. Wir dann rüber nach Bayreuth von Selb auf der anderen Seite. Heute Tschech. Wie heißt das? Ich vergesse das immer wieder. Naja, anyway. Dann Lagerleben für die nächsten Jahre. Von einem Lager ins andere geschafft worden und zuerst mal wenig zu essen und das, aber das ging alles dann. Naja, und dann? Naja. Adjourn for today. Alle Arbeiten angenommen, die möglich waren, in meinem Fall. Ich war noch sehr jung, ich war erst mal 12 Jahre, 45, ne? Und habe mich allerdings sehr schnell mit den amerikanischen Behörden angelegt. Von Wenigkeit zu Wenigkeit. Amen. Die haben mich verwendet, in den schwarzen Markt rein, der damals blühte. Da habe ich also amerikanische Zigaretten, die 200 Stangen, und sie mich hier vollgehoben und ich musste das abliefern in einem Camp. Ich war natürlich völlig unschuldig in dem Alter allein, dass ich mich erwischt werde. Hat auch geklappt. Aber es war für mich was interessant, es tat sich was. Ne? Und ich hatte immerhin etwas extra zu essen und ich fing an zu rauchen mit 12 Jahren, 13 Jahren. Ich war ein starker Raucher bis 68. Dann habe ich in England dann gemerkt, dass hier eine Verbindung besteht mit Kardiak und Lungenkrebs und so weiter. Und da habe ich dann gebrochen damit. Ne? 68 war das. Bis dahin habe ich schwer geraucht. 45 am Tag war ich bereits. Ne? Naja, aber das war eine lange Zeit dazwischen, weil da kam ja mein Studium dazwischen und das alles. Nicht wahr? Und naja, aber wir haben es überstanden. Und interessanterweise habe ich nie gedacht, dass ich so alt werde. Bin immer noch da. Ja. Allerdings diesmal. Im März war es fast ganz daneben gegangen. Ne? Da hatte ich dann einen Schlaganfall am 14. März. Ne? Ein komischer Schlaganfall. In Deutsch sagt man Schlaganfall. Scheint mir in Englisch besser zu passen. Stroke, ne? Ein Stroke. Was sagt man denn sonst noch dazu? So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gotteswille. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. In Englisch, ein Stroke, das muss ja ein anderes Wort noch sein. Wo ist er auch nicht, ne? Macht nichts. Naja, da war ich also dann erstaunlicherweise dadurch, dass ich bereits auf Coumadin war, also Blutverdünner sozusagen, hat sich nichts blockiert gehabt und da kam ich durch. Ne? Und jetzt bin ich hier, ja, geht's weiter. Ja, ich weiß nicht, das ist alles jetzt so hingeworfen. Und deshalb habe ich genommen. Ich sag, musste nur lachen, weil es war eine Kopie, du, da hättest du jederzeit Ming machen können davon und verteilen, du. Ne? Aber es erlaubte dir, überall hinzugehen. Ne? Und es kam tatsächlich im Nachmittag bei dem, wie wir überall durchgekreuzt waren, haben die entdeckt, die waren ja nicht doof, diese vom Bayerischen Rundfunk. Die haben immer gewusst, wer wo ist. Haben sie gesagt, ist ein vom Technischen Hilfswerk in Deutschland, ist ein Team hier, die versuchen wollen, mithelfen zu pumpen, leer zu pumpen, die Stadt, ne? Und die sind in Chalmette. Ja, sag ich, gut, da fahren wir da raus. Jetzt hat aber Chalmette da unten hat alles übernommen, das Militär, und da war nur eine Wegstraße offen, über eine Brücke. Und die wollten niemanden durchlassen. Die haben sogar der deutschen Presse gesagt, sorry, hier könnt ihr nicht durch. Was immer die Gründe waren, ne? Und dann haben die sich angeguckt, das kann doch nicht wahr sein, wir müssen doch freien Zugang haben, ne? Und im letzten Moment erinnerte ich mich dann, dass ich vom Hafen diesen Wisch gekriegt habe. Ne? Und ich habe gar nicht gedacht, dass das geht. Da sage ich, hebe ich den Wisch hoch und zeige ihn. Da schreit er hey, he's got that paper!
Und dann konnten wir durch mit dem Ding. Da haben die wieder gestaunt. Ne? Und da war ich drin. Und ich muss sagen, ich bin dankbar, dass wir das geschafft haben, weil die Leute von dem Technischen Hilfswerk in Deutschland, alles Freiwillige, die sich dafür gemeldet haben, rüberzukommen. Feine Leutchen. Und ich habe mit dem Kapitän des Flugzeugträgers gesprochen. Der kam extra mir zu sagen, was es für ein Privileg ist, diese Leute bei sich zu haben. Ganz feine Leute. Wunderbar. Und die haben über einen Monat haben die gepumpt, nicht? Und haben New Orleans geholfen, leer zu kriegen. Ne? Das war wirklich eine Wucht, muss ich sagen. Ich war sehr froh, dass ich das erlebte. Diese Leute waren fantastisch. Haben alle diese schwarzen Uniformen gehabt. Weiß nicht warum, aber offensichtlich, das ist, was man da hat. Ne? Und die kamen hier. Okay, das waren also die wunderbaren Lichtblicke eigentlich, muss ich sagen. Naja, und in New Orleans ging es dann langsam, aber sicher. Es dauerte noch weiter. Und ich musste zurück nach Kalifornien, kam aber bald wieder zurück. Sobald ich das wieder... Und da musste ich erst ein ganzes Jahr lang in Notquartier, dann konnte ich hier nicht zurück. Das sah aus hier, die ganze Kanal, es war furchtbar. Es war wirklich schlimm, das anzusehen. Nicht? Auch hier unser Haus hier drin, hier war alles durcheinander. Das Wasser, das ist ja alles, hat aufgenommen, es ist umgekreuzt hier drin und dort zusammengeknallt alles. Es war also ganz schlimm. Na ja, da haben wir einiges verloren, ging alles weg, das ist ganz klar. Aber okay, das sind materielle Dinge und alright, so... Und das sind wir ja noch immer noch hier und es geht ja weiter, aber es ist auch immer noch was zu tun hier, ne? Ganz klar, ist noch nicht alles. Ich weiß nicht, wie weit du New Orleans kennst, wenn du rausgehst, Filmer, du bist doch in der Southern University, ne? Richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Meine Güte, die Häuser waren verschoben über die Straßen und was nicht, das war unglaublich. Aber es geht aufwärts, I'm sure. In New Orleans blüht wieder langsam. Das ist wirklich eine etwas schwierige Frage. Als wir damals flüchten mussten, wurden wir ja dann, wir waren also Vertriebene genannt. Und hier in New Orleans, als die Leute, mussten ja alle evakuiert werden, in gewissem Maße kommt es hin. Aber nicht ganz so, weil der Druck, dass ihnen was Furchtbares geschehen könnte, es war ja kein Angriff, militärischer Angriff auf sie. Ne? Die haben ein bisschen gebraucht, bis sie in Gang kamen, das kann man sagen. Aber im Grunde genommen, als sie dann evakuiert wurden, dann wurden sie verteilt über ganz Amerika. Es war doch anders, es war nicht ganz so schlimm. Die ersten Tage ist immer, wenn sowas geschieht, die ersten Tage nämlich auch, da hast du den Superdome und unten dann wie heißt denn da unten, lang an der Küste, am River, wo auch so einiges daneben ging. Convention Center, genau. Das waren Dinge, die Leute haben erst einmal gelitten und ich meine, was ich abspielte im Superdome war katastrophal. Aber das war dennoch anders. Ich meine, ich bin dankbar, dass ich das. Da klappte ja nichts mehr. Ne? Das war ja alles. Ich meine, da waren die ganzen sanitären Anlagen, alles hatte versagt. Und das war ja ein furchtbarer Gestank da drin, wie die Leute hausen mussten erstmal. Ne? Das war ja der Punkt übrigens, als der mich absetzte auf der I-610. Da sagte er, als wir unten da vorbeikamen, sagte er: Oh, I'm sorry, but I cannot get you to the Superdome anymore, jetzt vorbei. Der hat vorher Leute dann noch hingebracht. Ich wusste nicht, dass das ein Segen war, dass ich nicht zum Superdome brauchte, ne? Sondern gleich am 610 und dann eben nach Homer weiterging. Ne? Also da hat man immer wieder mal Glück in den Unglückssachen. Ne? Ja, das sind solche Dinge. Ne? Vergleichbar, es gab Leute, die zu mir gesagt haben, die das wussten, wie das mal damals war, 45 in Schlesien, die sagen, so, da hast du damals alles verloren und jetzt verlierst du wieder alles, in diesem Zusammenhang. Aber ich sehe schon einen gewissen Unterschied, einen großen Unterschied, denn ich habe ja erlebt, dass ich um mein Leben, solange ich Obacht gebe, nicht zu bangen hatte. In Schlesien damals, 45,
obwohl ich jung war und für mich das mehr ein Abenteuer war, war mir dessen doch bewusst, dass jeden Moment alles vorbei sein könnte. Das wusste ich damals schon. Und mein Vater war an der Ostfront, dann in Sibirien sowieso. So, meine Mutter war mit uns vier alleine, nicht? Und das war gerade nicht einfach, ne? Aber no, es war anders mit New Orleans. Es war definitiv anders. Ich meine, und ich hoffe auch, dass ein zweites Mal ein Katrina nicht mehr kommt, so, ne? Es hat ja 200 Jahre gedauert, bis es einmal kam. Nicht? Es ging ja bisher verhältnismäßig gut, obwohl wir einige Male hier schon Wasser hatten hier drin, ne? Weil wir so tief sind. Und, aber das war schon ganz besonders mit Katrina. Ich, wenn ich da nochmal zurückgehen darf, ich sah noch, bevor ich Fernsehen verlierte, am Sonntag Nachmittag, sah ich noch einmal das Bild über dem Golf von Mexiko. Also das zu sehen, was ich da aufgebaut hatte, das, da konnte man wirklich sagen, oh, naja, das ist going to be very, very tough, which it of course was. Die sind ja jetzt dann und die werden jetzt hergenommen, dass wir Sachen nicht gesehen haben oder nicht richtig gemacht haben und so weiter. Das ist interessant, dass es das immer gibt. Nach einer Zeit lang fängt man an, auseinander zu werten, auszuwerten und kommt zu dem Schluss, dies hätte nie geschehen dürfen und so weiter und so fort. Und wir wissen, dass mit New Orleans sind Millionen verschwunden, da weiß keiner, wo die waren, die eigentlich dafür bestimmt waren, dass man die Schleusen und die Wasserwege hätte besser machen können. Ne? Aber das ist immer, hinterher ja so, gibt es ja so viele gescheite Leute sowieso. Ne? Also das ist klar. So. Schlesien ist eines der schönsten Länder. Hast du das gehört? Kennengelernt in den ersten 12 Jahren meines Lebens und dann nochmal 1998 in aller Kürze allerdings nur und sehr verändert alles, aber es ist schön, gar keine Frage. Hat auch sehr viel kulturelle zu bieten, was sage ich, das ist mir fehlende Worte einfach, kulturelle Städte. Ja, ne? Ja. Wie geht's? Gut. Es Mutter geht. Nicht mitgekommen heute? Ja, sie wollte, aber wir waren schon hier. Oh. Ich war gestern auf eine. Who's making these sandwiches? Mrs. Biggers. Die Einteilung, die politische Gliederung in Mitteleuropa. Ja. Ja. Und da, das ist das Entscheidende, das Mitteleuropa. Und da haben Sie hier Polen,
Und Deutschland, da ragt hier ein bisschen Tschechoslowakei rein. Das ist Deutschland, das ist Schlesien hier. Das geht hier rauf nach Westpreußen und dann Ostpreußen. Und 1945 ist die Aufteilung gemacht worden, dass dieser Ostteil von Polen, also etwa von hier bis hier rauf, an Russland gekommen ist. Vilna ist die Hauptstadt von Litauen, ist an Russland gekommen. Und da ist also Lwów, Lemberg. Sehen Sie hier, dieser Teil, das ist das. Das ist alles an Russland gekommen. Hier ist die Sowjetische Republik, die lettische, die litauische. Sie ist lettische und litauische Sowjetrepublik. Inzwischen sind die selbstständig geworden und heißen Lettland und Litauen, sind eigenständige Länder. Und da eben aus die Leute von Lemberg, von hier, die sind umgesiedelt worden hierhin, in diese weißen Gebiete. Das ist also Schlesien gewesen und Westpreußen und Ostpreußen. Und das ist jetzt alles zu Polen gekommen. Und die Leute von Ostpolen sind in dieses Gebiet umgesiedelt worden. Und da hat man in Schlesien, ich glaube in Ostpreußen genauso, Schwester Kokoska ist ja auch aus Ostpreußen da oben von Danzig her, hat die deutsche Bevölkerung komplett ausgesiedelt in das übrige Deutschland. Und das übrige Deutschland war damals ja dann, wurde geteilt, also das waren die Besatzungszonen, die sowjetische Besatzungszone im Osten, Schlesien, von Niederschlesien. Oberschlesien ist dann hier rüber. Breslau, ja, Oppeln. Dann geht es rüber nach Namslau. Ja, Brieg ist auch noch Niederschlesien. Und in Oppeln hier fängt Oberschlesien an. Mhm. Und da ist zum Beispiel ja Gleiwitz, was ist das? Das ist Strelitz, Großstrelitz, Annaberg. Gleiwitz ist hier, ja. Da muss jetzt Hindenburg, Bütum, Beuthen. Das ist das, wo Hilde her ist. Das ist Oberschlesien, dieses Ganze. Und damit habe ich aber gar nichts zu tun. Und wir sind von Breslau, ja, da fuhren Züge, also Güterzüge fuhren da halt. Das waren Wagen, da war nichts drin. Da sind wir zu 30, 40 reingekommen und die fuhren dann nach, die sind, ja, die Bahnlinie war Breslau, Liegnitz. Der Zug fuhr Görlitz, Halle ist hier, ja doch, Görlitz, Leipzig, Halle, Helmstedt, hierauf. Es war nur meine Mutter. Mein Vater ist gefallen und ist in Breslau beerdigt. Und meine Großmutter war auch noch gestorben, die haben wir auch noch beerdigt vor meiner Mutter. Ja. Und wir sind von Breslau nach Helmstedt gekommen. Frankfurt, Köln, Hannover. Ja, etwa hier in diese Gegend, Braunschweig. Das das war das Lager, also das Aussiedler, Flüchtlingslager oder so. Und von hier wurden wir verteilt in diese Gebiete hier um Braunschweig herum. Wir waren dann hier in einem Dorf bei Hannover, aber das war natürlich völlig indiskutabel. Das waren 16 Kilometer bis Braunschweig. Ich wollte ja in die Schule gehen und musste das also
Braunschweig hier, also wir waren hier nördlich von Braunschweig. Das war also, wie gesagt, für mich jeden Tag früh hinfahren, in die Schule, abends zurückfahren. Und wir hatten einen Anlaufpunkt in Goslar, das ist hier nicht drauf, das ist ungefähr hier. Und haben versucht, dahin zu kommen, aber es war damals eben nicht möglich, Zuzug in Städten zu bekommen. Das war also ganz, ganz schwierig. Und dann haben wir durch Verbindung mit Verwandten, mit einer Verwandten in Weimar, sind wir dann rüber und sind nach Erfurt gekommen. Und in Erfurt haben wir also jemanden getroffen, den wir von Breslau her kannten, einen Schulleiter. Und der hat meine Mutter an der Schule angestellt und ich bin dann dort ins Gymnasium gegangen und wir waren in Erfurt. In Erfurt habe ich dann Abitur gemacht, ja. Und das war damals, ja, das hieß damals sowjetisch besetzte Zone, Deutsche Demokratische Republik wurde das also später. Steht da hier Jahrestag, na, Jahreszahl steht da nicht mehr dabei. Und ich bin dann nach meinem Abitur nach Berlin zum Studium gegangen, nach West-Berlin. Habe dann in West-Berlin studiert und bin später von West-Berlin nach München gegangen. Wir haben zunächst Anlauf genommen in Weimar, das ist hier nicht drauf. Da hatte meine Mutter eine Cousine. Da konnten wir aber nicht bleiben, das war unmöglich vom Wohnung her und so weiter, das ging nicht. Und da sind wir an einem Sonntagnachmittag nach Erfurt gefahren und haben Bekannte besucht, die meine Mutter kannte. Und das war eine jüdische Familie gewesen in Erfurt. Und haben also denen unser Leid geklagt. Und dann haben die gesagt, ja, sie wollen nach Weimar. Muss es denn Weimar sein? Nee, haben wir gesagt, gar nicht. Könntest du nach Erfurt sein? Ja, gerne, warum nicht? Und es ging eigentlich nur darum, dass wir den Zuzug in eine Stadt bekamen. Sie konnten nämlich nicht einfach hingehen und sich anmelden. Hier bin ich und ich melde mich an und fertig. Sondern man musste in den Stadt die Erlaubnis haben, dahin zu ziehen, den Zuzug. Und da hat diese jüdische Familie, kannte meine Mutter von der Oper her, Professor Rosenthal, die haben uns den Zuzug für Erfurt besorgt. Und da haben wir den Zuzug nach Erfurt bekommen und haben gesagt, Erfurt ist auf jeden Fall eine Stadt. Und da sind wir dann, das war 1946 im Sommer, nach Erfurt gezogen. Und da habe ich bis 1949 gelebt. Meine Mutter ist 1953 dort gestorben und nachdem ich sie dort beerdigt hatte, hatte ich gar keine Verbindung mehr zu Erfurt. Dann bin ich mich da alles aufgelöst und bin in Berlin gewesen. Hier, Görlitz-Jahn-Neiße. Das ist die berühmte Oder-Neiße-Grenze. Das ist hier die Oder, ja? Und die Oder kommt von hier oben. Und die Neiße fließt in die Oder. Die Oder hat natürlich eine ganze Reihe Nebenflüsse, ja? Ja. Ich leiere sie Ihnen nur mal akustisch runter. Opper, Zinner, Hotzenplotz, Glatzer, Neiße, Ohle, Lohe, Katzbach, Bober mit dem Queis und die Lausitzer Neiße. So haben wir das in der Schule gelernt. Glatzer, Neiße, Lausitzer, Neiße. Und jetzt war Oder-Neiße-Grenze ist dann gemacht worden, die Oder. Und hier macht die Oder diesen Knick nach Osten, ja? Und da fließt die Neiße, die Lausitzer Neiße, in die Oder. Sodass Oder, und wenn es dann hier die Neiße entlang geht, gewissermaßen senkrecht runter geht, ja? Die Oder-Neiße-Grenze. Und wir hatten dann immer gehofft, dass die sich vertan hätten, denn die Glatzer Neiße, die kommt hier, verstehen Sie? Kommt hier in die Oder. Und dann wäre dieses Gebiet und das die Grenze gewesen. Das heißt, dieses ganze Gebiet wäre deutsch geblieben. Aber das war natürlich, möchte ich sagen, aus der Rückschau und aus der historischen Sicht ein frommer Wunsch. Denn natürlich haben die Grenze genommen, die Oder, und hier weiter, also nord-südlich die Grenze, die Oder und dann weiter und hier
die Neiße. Und das ist die Grenze zwischen Deutschland und Polen jetzt. Ja. Also das ist ganz, ganz folgerichtig gedacht. Und wenn wir glaubten oder hofften, dass die sich da mit den zwei Neißen vertan haben und die falsche Neiße genommen haben, das ist natürlich ein Unsinn. Die haben schon durchaus diese Grenze gewollt. Ja, hierunter dieses, das ist sie, das ist der Quellpunkt der Oder. Dieses, sehen Sie dieses kleine Viereck hier? Ja. Ja. Und da in der Mitte liegt Glatz. Ah ja. Und dieses kleine Ding ist das sogenannte Glatzer Bergland, ja? Oder wir haben auch gesagt, der Glatzer Kessel, weil das wie ein Kessel so hier reingeht. Und da ging eben die Neiße durch. Sie sehen sie hier noch rauskommen, da, das ist sie. Die geht dann in die Tschechoslowakei rein. Und das war also, das kam ungefähr hier in die Oder. Hinter Oppeln, das müsste man doch, habe ich nochmal. Die so festlegt, ja. Und nicht die Oder ein Stück so und dann wieder runter. Also, aber das leuchtete einem natürlich erst später ein, als man den historischen Abstand hatte, nicht wahr? Und nicht, als man der Betroffene war, der da weg musste. Außerdem, als wir da weg mussten, als wir raus mussten, als wir ausgesiedelt wurden von den Polen, da hat doch kein Mensch was von Oder-Neiße-Grenze gesagt. Da hieß es, die Deutschen müssen raus. Punkt. Und ja, ja, hier ja, weiter ja, ja, runter, ja. So, so. Ja, richtig. Ja. So. Ja. Breslau und dann hier weiter, so, 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 ja. Die Oder. Ja, ja. Hier, da, ja, die Oder dann. Und so weiter. Ja. Und da kommt hier die Neiße. Und zwar die Görlitzer Neiße. Oder wie wir haben nie Görlitzer Neiße gesagt, wir haben gesagt Glatzer Neiße. Ja, Glatzer Neiße. Glatz, ja. Glatzer Neiße. Ja, ja. Ja, die, das ist hier. Hier rauf, Glatzer Neiße. Ja. Nee, das ist nicht die Glatzer Neiße. Die fließt nicht bei Breslau in die Oder. Das ist aber Unsinn. Die Glatzer Neiße fließt hier in die Oder. Hier steht Glatzer Neiße. Ja, Glatzer Neiße. Glatzermasse. Ja, und da habe ich ihr erklärt, das ist ja. Mir oder ja, uns erst später deutlich ja. Geworden, ja. Dass die Lausitzer Neiße, die ja. Oder kommt von hier oben, ja. Ja, ja. Dass die Lausitzer Neiße ja. Dann in Südrichtung hier ja. Weitergeht, ja, ja. Beziehungsweise hier ja. Raufkommt, ja. Ja. Dass ja. Das also Nord-Süd-Grenze ist. Ja. 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 Und das natürlich ein Stück hier. Hier, Breslau, das ist diese hier, diese Neiße. Dass das also, dass dieses ganze Stück hier noch zu Deutschland gehört hätte, ja? Ja, das wäre dann, das wäre diese Neiße gewesen, hier rüber, darauf. Und die mündet ungefähr hier in die Oder, das steht hier nicht drauf, ja. Und diese Oder-Neiße-Grenze ist, also ich möchte mal so sagen, allgemein europäisch oder so weiter, ist die natürlich vernünftig so durch, ja. So eine Nord-Süd-Grenze, ja. Aber diese Überlegungen, die war man natürlich erst fähig anzustellen, sagen wir mal 50 Jahre später, nicht? Also das ist ja... Das stimmt. Wie sieht Lemberg hier, ja? Ja, ja. Ja. Und mhm. Dieser Teil von Ostpolen mhm. Ist an Russland gekommen. Der ist hier. Mhm. Ja. Und da sind die ausgesiedelt, ja. Ja. Wie wir. Ja. Und die war also genauso, wie wir sagten, Flüchtlinge oder sowas, mhm. Oder... Das hat einfach vieles ausgeglichen, möchte ja. Ich sagen, ja. Dass ich sah, dass ich hatte.
Und dann war sie ja auch ins Kloster gegangen und ich auch später und so weiter. Also diese Gemeinsamkeit da bedeutete, das war also ungefähr 40 Jahre später, nicht? Nach einem Marsch um 1700, als Friedrich der Große so langsam aber sicher nach Schlesien kam. Die Fahnen Schlesiens und Oberschlesiens müssen weiter geschwungen werden. Die Zukunft Schlesiens ist ja nicht verloren. Schauen Sie sich doch an, unsere jungen Leute, die mitmachen. Wir sind zwar nur nicht so viele, aber dafür sind wir da und wir werden auch da sein. Ja, meine Damen und Herren.
Es geht um die Zukunft Schlesiens. Und da haben Sie alle eine Aufgabe. Sie müssen versuchen, Ihre Kinder, noch besser Ihre Enkelkinder, für Schlesien zu interessieren. Wir wollen die Versöhnung. Aber wir müssen auch selbst bereit sein, dafür etwas zu tun. Nehmen Sie die jungen Leute nach Schlesien mit. Zeigen Sie ihnen unsere großartige Kultur, die wir dort finden. Dann werden Sie auch zu Schlesien stehen. Geboren und im Januar, am 17. Januar, haben wir Bescheid bekommen, dass wir raus müssen, weil die Russen in Bad Tschernstochau sind. Und es ist zu gefährlich und da mussten wir, meine Mutter hat alles zusammengepackt und wir sind dann eben zum Bahnhof. Und von Landsberg, wir waren evakuiert von Beuthen und haben dann die Nacht in Rosenberg verbracht, auf dem Bahnhof im Januar bei größter Kälte. Ich hatte 6 Geschwister, ich war die Älteste, also 6 Kinder, ich war die Älteste davon. Und meine 2 jüngsten Geschwister waren in so einem großen Kinderwagen. Die waren wenigstens ein bisschen warm. Aber so mussten wir immer warten, bis ein Zug gekommen ist. Es sind verschiedene vorbeigefahren, haben gar nicht gehalten, weil überfüllt war. Die sind schon von weiter her gekommen. Also haben wir die ganze Nacht draußen gestanden und gewartet, bis uns dann gegen früh ein Zug mitgenommen hat. Wir wussten nicht, wo es hingeht und sind dann bis ins Riesengebirge gekommen und haben dann in Bad Warmbrunn, mussten wir aussteigen. Auch unterwegs haben wir noch einen Fliegerangriff gehabt, habe ich jetzt vergessen. Und ich bin mit meiner Schwester raus aus dem Zug, mit meiner Mutter ihre Tasche und eine Decke und haben uns im Wald versteckt, bei größtem Schnee. Dann sind wir wieder eingesammelt worden, nur haben wir unsere Mutter nicht mehr gefunden. Sind hin und her gelaufen und die Männer haben immer gerufen, Frau Plischka, Frau Plischka. Sind Sie bereit? Ja, also hier war ich. So bin ich auch. Ja. Sehen Sie es überhaupt? Sehen Sie es überhaupt? Und das ist in der Schule in Beuthen. Und hier ist meine Kommunion.
war auch noch zu Hause. Hier komme ich in die Schule. Das ist, sind meine Brüder. Und hier kommt mein großer Bruder in die Schule. Hier ist meine Mutter, die noch lebt. Sie ist bereits 96 Jahre alt. Und dann habe ich noch, da bin ich dann, hier ist mein Vater mit Großmutter, ja. Hier bin ich mit meiner Enkelin. Und hier bin ich als junge Frau mit in die Schule, der jetzt vor ein paar Wochen verstorben ist, leider. Und das ist meine Mutter, das ist mein Vater mit der Großmutter aus Breslau und ich als junge Frau mit meiner ältesten Tochter, die jetzt schon 56 Jahre alt ist. Und hier ist meine Enkelin, hier bin ich als junge Frau und hier ist noch meine kleine Tochter mit meinem Sohn. Und ich bin ja beim Schlesierbund und bin Fahnenbegleitung. Und da hatten wir ein Fest mit Fahnenweihe. Und da bin ich in Tracht, in schlesischer Tracht. Kuchen mit, schmeckt
Tische ein bisschen Blumen, soweit sie im Garten blühen. Und so machen wir halt. Ich springe halt überall rein, wo ich gebraucht werde oder wo ich denke, ich werde gebraucht. Es macht mir Spaß und die Fahrten leite ich ja noch. Ich bin ja noch Reiseleiterin bei den Schlesier. Ist auch eine schöne Beschäftigung. Leider werden unsere Leute immer weniger. Es ist schon manchmal schwierig, überhaupt Mehrtagesfahrten die Leute zu bekommen. Dafür machen wir eben mindestens einmal im Monat eine Tagesfahrt. Das ist immer ganz schön für uns, für die älteren Leute, nicht zu anstrengen. Das war. Und dachten, du bist extra. Ach ja, ich bin ja noch Fahnenbegleitung. Also, ich habe da noch meine Tracht an. Also es ist bei Veranstaltung Wiedersehen. Tschüss. Das ist Niederschlesische und das vom Dorf. Das ist schon schwer. Ne? Aber es klappt jetzt ganz gut. Manchmal habe ich jemanden, der dann auch was vorträgt. Das machen wir immer eine Stunde Mundart sprechen und dann gibt es Kaffee und Kuchen. Da backe ich vorher einen Kuchen und ein paar Frauen auch. Und dann tun wir ein bisschen unterhalten und dann gehen wir wieder nach Hause. Das ist das Mundart sprechen. Dann haben wir noch eine Frauengruppe in Nürnberg. Klaus sei Frau. Und dann haben wir noch einmal im Monat eine Versammlung. Da ist dann auch irgendetwas wie Fasching, Muttertagsfeier, Weihnachtsfeier, Erntedank und sowas. Ne? Also jeden Monat, ne? Am Sonntag einmal. Oh, was haben wir noch? Und dann gehe ich noch zu den Oberschlesier. Einmal im Monat. Ja, ja. Und nebenbei machen wir noch ein kleines Kaffeekränzchen, wo ich die Nina kennengelernt habe, beim Griechen mit ein paar Frauen, da ist sie dabei. Ne? Da treffen wir uns, da backe ich dann auch einen Kuchen und da trinken wir auch Kaffee und Kuchen und erzählen ein bisschen und lachen auch viel, ne? Weil jeder hat ja dann wieder was erzählt. Oh, na ja. Ja, die erzählen zwar schon viel, auch der eine Enkel, der hat schon gesagt, Oma, du bist... Hast du ausgetrunken? Den Ausdruck, das ist Pfandflasche. Nein, nein, ja. Der Rübezahl, der ist ja
Riesengebirge. Und es ist sowieso eine Sage, dass der da gelebt hat oder lebt und er immer noch da sein soll. Und die Leute, die denken dann immer noch, dass der Rübezahl zugegen ist. Ja, und der Rübezahl hat hier seine Späße getrieben, den guten Menschen hilft er oder hat geholfen und den Bösen, dann eben, macht er dann eben einen Schabernack, stellt irgendetwas an, die nicht guten Menschen. Ja, und